Herzlich willkommen bei Beholder 3. Preview Stream auf Twitch, nachher auch Video auf YouTube in der Videoaufzeichnung. Ein Preview Stream von diesem Spiel. Mit dabei der Chefentwickler vom Spiel. Ihr habt zwar flache Hierarchien, aber ich glaube, das ist nicht falsch, wenn ich das sage, von Paint Bucket Games aus Berlin. Das ist der Jörg Friedrich. Hi Jörg. Hallo. Stammzuschauer bei mir, bei WB, Writing Bull, wissen, kenne dich schon ganz gut. Du warst schon öfters hier zu Gast mit Through the Darkest of Times, dem Spiel, das so gute Preise abgeräumt hat und super gut besprochen worden ist und das wir auch mit großer Freude Let's Played hatten. Auch ein Spiel in einer Dystopie. Da war das ein historisch doch recht akkurates Spiel. Da spielte man den zivilen Widerstand in der Nazi-Zeit so ein bisschen da, mit ein paar fiktionalen Ausschmückungen, aber das Fundament war doch sehr solide recherchiert. Was ist die Geschichte, die Beholder 3 erzählt, Jörg? Ja, also ich fange mal mit den Gemeinsamkeiten an. In Beholder spielt in einem totalitären Staat, allerdings in einem fiktiven totalitären Staat in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, also der erste Teil spielt 1984. Das ist auch sicher kein Zufall, denn er hat ganz starke Anleihen bei dem gleichnamigen Roman von George Orwell. Also diese Welt kontrolliert ihre Mitbürger und überwacht die, und man spielt eben einen Menschen in diesem Land und eben einen der Überwacher, den Beholder. Und Beholder 3 jetzt spielt 5 Jahre nach dem ersten Teil immer noch in einem totalitären Staat. Und dieser Staat erinnert also auch schon im ersten Teil auch nicht aus Versehen an totalitäre Staaten, die wir so kennen, die es in den 80er Jahren so gab. Also es ist sicher angelehnt an den Ostblock. Also die Entwickler vom ersten Teil haben mir auch erzählt, die DDR war ein ganz starkes Vorbild. Aber es ist eben alles auf 11 gedreht. Das ist alles so ein bisschen satirisch, es ist alles so ein bisschen übertrieben. Also zum Beispiel ist Weinen verboten oder Lesen oder Tanzen, und wer das tut, kommt ins Gefängnis. Und an dieser Stelle merkt man schon, das Spiel behandelt zwar ernste Themen, also es geht auch um Unterdrückung, es geht um ein totalitäres Regime, das seine Bevölkerung überwacht. Und es geht auch um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, aber es ist anders als The Darkest of Times, das ja sehr ernst war und auch sehr ernst sein musste aus seinem Hintergrund, ist bei Beholder so, dass es ein bisschen sich dem Thema augenzwinkernd nähert und es eigentlich übertreibt und sich damit auch lustig macht über die Unterdrückenden. Wir spielen eine Presseversion des Spieles beim Steam Festival, was jetzt Mitte Februar laufen wird. Von jetzt aus gesehen laufen wird, von den YouTube-Leuten aus gerade läuft. Da könnt ihr eine Demo-Version von Beholder 3 runterladen und ein paar Tage lang halt auch gratis spielen. Ein bisschen spoilern wir euch jetzt, allerdings nur beim Einstieg. Viele Dinge im Spiel sind geskriptet, aber wir spielen ja so nur so ein Stündchen vielleicht oder ein bisschen länger gemeinsam. Das heißt, es wird nicht so sein, dass ihr wesentliche Teile des Spiels jetzt vorweg gespoilert bekommt. Falls euch das Spiel interessiert, schon mal ein Hinweis darauf: bei GamesPlanet habe ich einen Community-Gutscheincode, das ist ein offizieller Vertragspartner vom Publisher, Alavar heißen die. Die haben auch die Rechte an Beholder und haben Paint Bucket Games den Auftrag gegeben, dieses Spiel zu machen, weil es auch sehr gut passte einfach zum Spiel, das sie vorher gemeinsam absolviert hatten. Wie der Community-Gutscheincode heißt, wie der Link funktioniert, kennen die Leute auf Twitch, weil die Chatmods da flink posten. Und auf YouTube steht da eine Textbeschreibung hier drunter. Der funktioniert allerdings erst ab dem Release des Spiels, ab dem 3. März. Entwickler und Publisher wären nicht beschissen, kein grauer Markt. Ansonsten wäre Jörg auch nicht hier dabei, weil das wäre dann irgendwie alles furchtbar extrem dreist von mir. Ja, wir legen einfach mal los. Ein bisschen habe ich mich schon eingespielt, aber noch nicht so viel, und wir starten mal ein neues Spiel. Ich mache eine Sache noch vorher. Nee, geht jetzt nicht mehr. Ich wollte den Ton nur mal kurz verändern. Wünsche euch viel Vergnügen. 3. Juni 1989 in der Großanführerstadt. Die größte Union überhaupt, die es gibt. Selbstverständlich.
was Frank vom Leben wollte, waren ein guter Job, eine Familie und ein schickes Haus. Zu seinem Glück hatte Frank das alles. Doch Glück und Unglück liegen oft sehr nah beieinander. Moment, was haben wir denn hier? Das gehört nicht hierher. Das sind nicht Franks Dateien. Wer hat sich hier wohl an Franks Computer zu schaffen gemacht? So, und schon fangen wir an zu spielen, denn ich bin ja Frank. Völlig hektisch. Die verdächtige Datei. Einmal kurz auf Space drücken und gucken, was passiert. Kann doch nichts Schlimmes sein, oder? Wenn das jemand sieht, bekommt Frank richtig Ärger. Das muss verschwinden. Schnell weg! Wie gut, dass ich eine Entfernen-Taste auf der Tastatur habe. Verzweifelt, das belastende Material loszuwerden. Ich klicke nicht schnell genug und hört jetzt mal genau hin. Wenn ich nicht schnell genug klicke, Frank was... Frank versuchte, das belastende Material loszuwerden. Ja, ist ja gut! Ich habe verstanden! Echt, eine Erzählerin, die einen anschnauzt, wenn man nicht schnell genug klickt. Vielen lieben Dank dafür. Alles weg, alle Fenster schließen, jedes Fenster weg, das schließen, das schließen, das schließen. Furchtbar, wo bin ich reingeraten? Er dachte schon, er hätte es geschafft. Aber er hatte es nicht geschafft. Das Ministerium sieht alles. Wirklich alles. Frank steckte in ernsthaften Schwierigkeiten. Und der einzige Weg, da rauszukommen, war, einen Pakt zu schließen. Ein Pakt mit einem teuflischen System. Ich, Frank Schwarz, stimme zu. Natürlich aus freien Stücken und ohne irgendeinen Zwang, dass ich mich dem Größten aller Staaten andienen werde als treuer Diener und den Buckel krumm mache. Es lebe unser großer Anführer. Einmal unterschrieben. WB Frank. Ein Pakt mit dem Teufel. Und so kam es, dass Franks Tage, in denen er alles hatte, vorbei waren. Vorerst. Tja, und auch wenn ich jetzt viel gelacht und gekichert habe, das ist ein Lachen, das einem quer im Halse steckt, weil der Hintergrund ist wirklich ein ganz, ganz düsterer. Es ist eine Dystopie, eine negative Utopie, erinnert an viele reale Systeme, die es auch gegeben hat, auch in der Zeit, die euch alle gerade im Augenblick durch den Kopf geschossen sind, die muss ich noch nicht mal nennen. Die Grafik ist stilisiert, das sind ähnliche Schwarz-Weiß-Rot-Töne, wie ihr die auch schon hattet bei Through the Darkest of Times. Ist die Grafik vorgegeben von der Reihe, Jörg, oder konntet ihr da euch auch selber verwirklichen? Ja, also die Grafik, die Reihe hat einen sehr distinktiven Stil, nämlich diese schwarzen Figuren mit den weißen Augen, die gab es auch schon seit dem ersten Teil und die... die sind halt auch ganz toll und die passen ganz toll in dieses Szenario. Deswegen haben wir uns da natürlich die weiter verwendet und weiterentwickelt. Wir haben tatsächlich eine Farbe hinzugefügt. Das Rot ist von uns. In Beholder 1 und 2 war es überwiegend schwarz-weiß. Und die rote Nuance kam von uns dazu. Und ich denke, die Figuren selber sind natürlich alle von uns entwickelt. So, und auch der Stil des Environments, also der Level ist natürlich von uns entwickelt. Also Beholder 1 zum Beispiel war noch sehr angelehnt an dieses bisschen... Also Beholder 1 sah so ein bisschen aus, wie man sich vielleicht in den 40ern, die 80er vorgestellt hat. Und während wir jetzt ganz klar Inspirationen übernommen haben von, naja, so... Plattenbauten brutalistischer Architektur, wie man sie eben in den 80ern, insbesondere in Osteuropa, gefunden hat.
Plattenbauten ist ein Wort, das nicht so elegant klingt, aber Leute, das ist unsere neue Heimat. Franksozialer Abstieg beginnt hier. Das ist der Wohnblock, in dem wir mit unserer Familie leben werden. Und das hier ist der Vertreter des Systems, der Vertreter des Teufels, der uns gleich ein bisschen herumschubsen wird. Wir führen mal ein Gespräch mit ihm. Macke. Die reden in einer Kunstsprache, eine ganz kurze, verknappte Sprache. Also falls ihr das nicht genau versteht, es ist tatsächlich eine fiktive Sprache. Was soll das? Wo sind wir hier? Fragt Frank. Falsche Frage, Schwarz. Die richtige Frage lautet, wo sind sie nicht? Sind nicht in den Minen, sind nicht im Gefängnis. Ja, und warum nicht? Ich hab ja auch nichts getan. Ich bin unschuldig. Immer dieselben Ausreden. Früher hätte man Verräter wie sie erschossen, Schwarz. Erschossen. Heutzutage sind wir einfach viel zu nett. Aber die Zeiten, die werden sich wieder ändern, Frank. Die werden sich ändern, Schwarz. Warum ist meine Familie hier? Sie haben mich doch schon gefeuert. Bitte. Bitte lassen uns nach Hause gehen. Bitte. Das hier, das ist ihr neues Zuhause, Schwarz. Vorbei sind die Zeiten im privilegierten Vorstadthäuschen. Aber. Ach, wollen Sie lieber doch in die Minen? Also, folgen Sie mir, kommen Sie mit, Schwarz. Und das ist zugleich auch das Tutorial, was uns ein bisschen erklärt, worum es hier geht. Wir können das Spiel sowohl mit dem Controller spielen, als auch mit der Tastatur und können, wenn es uns eilig ist, auch rennen. Das kann in seltenen Fällen auch mal wichtig sein, weil wir auch die ganze Zeit gucken müssen, dass wir bei Kasse bleiben. Ansonsten ist das Spiel irgendwann aus und vorbei. In Optionen kann man auch vieles einstellen. Im Augenblick ist die Zeit, und hier unten seht ihr es noch, man kann pausieren. Das ist schnelleres Tempo. Im Augenblick kann man noch nicht so viel machen. Wir müssen mal erstmal ins Haus und weiterlaufen. Und links ist. Jetzt gehen wir hier rein und folgen erstmal Ernst Müller links in unseren neuen Arbeitsplatz. Ganz im Ernst. Einer unserer Arbeitsplätze hier. Die Waschküche. Willkommen an Ihrem neuen Arbeitsplatz. Hier, Schwarz, wir machen Sie zum Hausverwalter dieser Liegenschaft. Sie kümmern sich um die Mieter und um die Einrichtung des Hauses. Und Ihre Arbeit beginnt jetzt, jetzt sofort, in diesem Augenblick. Ja, die Waschmaschine, die muss regelmäßig gewartet werden. Nehmen Sie diesen Entkalker. Hopp, 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 Schwarz, an die Arbeit, Schwarz, an die Arbeit. Aber hey, ich bin Beamter. Ich kann gut mit Formularen, ich kann mit Briefen, mit Papierkram, aber doch nicht mit Haushaltsgeräten. Dann lernen Sie das hoffentlich schnell, Schwarz. Zack, zack, Schwarz, zack, zack. Ansonsten bleiben ja die Minen. Kohle schaufeln kann man auch mit bloßen Händen. Aber ich warte, aber nicht mehr lange. Aber. So. Wir können mit Objekten der Spielwelt interagieren, anders formuliert. Wir müssen jetzt schuften und rackern. Mit Kontextmenüs. Erster Schritt, einmal hier rüber Entkalker reinschmeißen. Das ist uns wirklich eine Möglichkeit, diese primitiven, aus unserer Sicht als Beamter, primitiven Hausverwaltertätigkeiten, um an das Kleingeld zu kommen, um überhaupt hier überleben zu können im Alltag. Einmal hier rüber, Kontextmenü, wir können später hier auch waschen. Über das Lupensymbol, aber jetzt sagen wir erstmal reparieren, bitte. Ein Kalker hatten wir im Inventar. Einmal zurück. Die Waschmaschine ist wieder sauber, ich hab's geschafft. Also, geht doch. Körperliche Arbeit hat da noch niemandem geschadet. Schwarz. Die Maschine war in einem solch desolaten Zustand, weil ihr Vorgänger sie nicht regelmäßig gereinigt hat. Mein Vorgänger? Wo ist er denn jetzt? In den Minen. Folgen Sie mir, Schwarz. Hopp, hopp, Schwarz. Zack, zack. Schnell hinterher rennen. Go, 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 go. Tempo, 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 Tempo. Und wieder. Zu Ihren Pflichten gehört auch das regelmäßige Leeren des Müllcontainers und das Nachfüllen von Heizöl in die Zentralheizung. Hopp, hopp, Schwarz, benötigen Sie eine Einladung. Das geht aber ein bisschen schneller hier. Ich soll was machen? Den Müllcontainer hier leeren. Heizöl in die Heizung im Raum nebenan nachfüllen. Und zwar noch heute, Schwarz, noch heute, bitte. Alte. Ja, gut, mache ich. Furchtbar. Was für ein Stress hier.
Als Hausverwalter müssen wir halt regelmäßig solche Jobs durchführen. Waschmaschinen entkalken, Heizungen reparieren, Müllcontainer entleeren und so weiter. Dafür werden wir bezahlt. Reich werden wir dadurch allerdings nicht. Wir haben allerdings nachher noch, Jörg, eine ganz andere Möglichkeit, an Geld zu kommen. Wir werden, soll man ein bisschen spoilern? Wir werden unsere Mitbewohner und die lieben Nachbarn wahlweise bespitzeln oder wir werden krumme Geschäfte machen, Aufträge erfüllen für alle möglichen Leute. Es gibt viele Einnahmequellen im Spiel. Ja, das ist richtig, genau. Das ist auch eine der Sachen, die vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich sind, weil ansonsten hat Beholder viel auch von einem Adventure, ne? Man hat viele Dialoge und man kann irgendwie mit Items interagieren und es gibt auch manchmal so, sozusagen fast schon Puzzles und viele Quests und so. Aber es hat eben immer diesen wirtschaftlichen Druck obendrauf. Du bist der Hausverwalter und du musst immer genug Geld haben, sonst ist es vorbei für dich. Sonst gehst du in die Minen. Und es gibt eben verschiedene Einnahmequellen, so wie du gerade gesagt hast. Also ich kann eben diese Pflichten erfüllen, die reichen aber nicht, vor allem nicht, wenn Unvorhergesehenes passiert. Jemand aus meiner Familie wird krank, ich muss besonders viel Geld bezahlen oder anderes. Und genau, dann gibt es aber eben die Möglichkeit, nach wie vor als Spitzel zu arbeiten. Ich bin ja auch als Spitzel angeheuert worden eigentlich. Diese ganze Hausverwalter-Sache ist ja eine Fassade. Und das ist eben auch eine Einnahmequelle. Also Informationen zu sammeln über meine Mitmenschen, das ist eine wichtige Einnahmequelle im Spiel. In unserem Inventar sind Gegenstände, Ressourcenmanagement, das Stichwort, das Jörg uns gerade gegeben hat. Ich habe es deshalb, als ich vorher erzählt habe, was es für eine Art von Spiel ist, es ist ja ein Hybrid, eine Mischung von verschiedenen Spielgenres, habe ich es mal persönlich genannt, es ist ein Politstrategiespiel, weil es halt um Ressourcenmanagement unter anderem geht, hat natürlich auch Rollenspiel oder auch Adventure-Elemente auch mit drin, ist eine Mischung von verschiedenen Dingen. Heizöl verdunkelt die Sonne, hält aber warm. Wir müssen das Inventar gar nicht öffnen, jetzt umständlich. Wir klicken einfach hier einmal drauf und reparieren, füllen nach. Schnell, go, 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 weiter zur nächsten Geschichte. Rüberrennen zum Müllcontainer. Einmal leeren. Geld kommt rein. Danke an den Chat. Ich bekomme wenigstens Ressourcen von euch. Vielen Dank. Werde ich träumen, verschenkt ein Abo und Maiva hat abonniert, Volger hat gecheert, Jörgson hat abonniert und viele andere mehr. Also ich kann mich über Ressourcenmangel nicht beklagen. Vielen Dank. Das heißt, ich muss niemanden bespitzeln. Ja, das stärkt meine Moral. Ihr schützt mich davor, fiese Sachen machen zu müssen. Mülltonne, jetzt müssen wir das noch rausbringen. Könnt ihr es auch nachher rausbringen? Doch, wir machen es jetzt. Wir bringen es einmal raus. Und bekommen 100 Geld dafür und wieder raus. Führen ein Schwätzchen. Ich bin fertig. Brollotter. Nein, 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 mitnichten. Sie haben nur den Müllcontainer geleert und Heizöl nachgefüllt. Das war's noch lange nicht. Schwarz. Fertig sind Sie, wenn ich es sage, Schwarz. Kommen Sie mit. Ja, ja, komm, komm, ich beeil mich. Renn hinterher. Go, 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 go. Ah, mein neues Heim. Trautes Heim. Für mich allein und für meine kleine Familie. Ja, vorher hatte ich ein kleines Häuschen, jetzt habe ich diese heruntergekommene Mietswohnung und einen Plattenbau und bin hier persönlich der Hausverwalter. In dieser großzügigen und schönen Wohnung werden Sie und Ihre Familie von nun an leben, Schwarz. Glückwunsch! Der große Anführer, der meint es wirklich gut mit Ihnen, Schwarz. Zu gut, wenn Sie mich fragen. Jetzt fragen Sie sich sicher, warum Sie so eine schöne Wohnung bekommen haben und wie Sie sich die bloß verdient haben könnten, oder? Die Antwort lautet, Sie haben sie gar nicht verdient. Beweisen Sie uns, dass Sie sie verdienen werden. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie viel schöner eigentlich unser bisheriges Haus war. Also wenn es möglich sein könnte... Hey, wie bitte? Sie haben hier sogar einen eigenen Fernseher. Einen Fernseher! So ein Gerät erhielt man früher nur für besondere Leistungen und musste trotzdem 10 Jahre warten. Schwarz, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Kommen Sie mit, Schwarz. So, das ist die Wohnung der Familie Schwarz. Hier können wir unsere Familienmitglieder antreffen, können sie nach ihren Wünschen fragen und bekommen auch ein bisschen Entlastung, wie ihr gleich erleben werdet, beim Geschäft des Geldverdienens, denn wir sind ja nicht ganz alleine.
Wir können uns bisweilen sogar auf der Couch ausruhen, damit die Spielzeit etwas schneller vergeht. In anderen Worten, wir können ein Nickerchen machen. Und dann können wir den Albtraum für einen Moment vergessen. Wenn wir aufwachen, haben wir ein wenig Zeit totgeschlagen. Und nichts hat sich an diesem trostlosen Scheinparadies verändert. Im Hinterzimmer Franks Büro, anders formuliert, ist eine kleine private Überwachungszentrale. Wir gehen mal gucken. Hier können wir viele Dinge machen, wir können auch in die hinteren Räume mal reingehen, gucken. Ah, jetzt sind wir schon eins weiter gesprungen. Im Büro findet sich der Arbeitsplatz, das Telefon und der geheime Ministeriumsposteingang, aka die Zimmerpflanze. Nicht lachen, gleich schauen und staunen. Das Telefon kann für Anrufe benutzt werden. Wir bekommen Aufträge zum Beispiel, müssen dann rennen, wenn es klingelt. Rennen, sonst werden wir zusammengeschissen. Wir können von unseren lieben Nachbarn Profile anlegen, Mitbürger melden oder erpressen. Wir laufen einmal rüber. Wir können in jeden dieser Räume auch zurückgehen. Dann werden wir ein bisschen kleiner, kommen ein bisschen raus, Schränke, Betten im Hintergrund. Und reden nochmal mit Ernst Müller. In giftigen Grün. Warum sind in Spielern, Jörg, immer, warum ist alles Fiese immer in Giftgrün? Umweltvergiftung, Spitze. Ich weiß nicht, ob das Fiese hier der Hintergrund war. Ich dachte, es ging einfach so darum, dass so Computermonitore in der Zeit ja, ja oft grün waren. Aber woher kommt denn der Ausdruck Giftgrün? Guter Punkt. Gute Frage. Also manchmal glaube ich auch, persönlich denke ich mir, dass manchmal die noch nicht so großen Erfolge von Ökobewegungen auch daran liegen, dass man sich die falsche Farbe ausgesucht hat. Aber das sind jetzt Details. Wir reden mal mit ihm. Wieder mal. So, auch das hier. Schwarz, das ist Ihr Reich. Wir machen Sie zum Hausverwalter, also zum staatlichen Vermieter dieses Hauses. Oh, das ist ja schon ein bisschen besser. Als Beamter kenne ich das. Hier steht... Nein, hier steht ein Schreibtisch, wie damals im Ministerium. Also bin ich nicht nur der Hausmeister. Sie kümmern sich nicht nur um die Einrichtung des Hauses, sondern auch um die Mieter. Beides obliegt Ihrer Verantwortung, Schwarz. Wenn jemand einen Schnupfen hat, ohne dass Sie davon wissen, Ihre Schuld. Wenn jemand im Haus aus der Reihe tanzt, Ihre Schuld. Wenn jemand im Haus eine Revolution anzettelt, Ihre Schuld, Schwarz. Ich merke es mir. Aber hat der große Anführer in seiner Weisheit nicht zuletzt die ersten Reformen befohlen? Reformen? Dass ich nicht lache. Hier wird sich bald wieder einiges ändern. Sie, Schwarz, Sie sind das beste Beispiel dafür, wohin uns diese gefährliche Dekadenz geführt hat. Sie werden es aber helfen, ja, den Laden wieder auf Vordermann zu bringen. Zack, zack, Schwarz, zack, zack. Sie werden alles hier im Haus im Auge behalten. In weiser Voraussicht habe ich Ihnen schon mal 3 Überwachungskameras zustellen lassen. Bitte nehmen Sie sie diskret Ihrer Büropflanze. Wenn wir Ihnen etwas zukommen lassen wollen, werden wir es in der Pflanze deponieren. Das heißt, man braucht wirklich einen grünen Daumen im Spiel, Jörg. Anders funktioniert. Ja. Also ja. Ich zweifle gerade an meinen Skills, weil einen grünen Daumen habe ich nicht. Bei mir stirbt eigentlich alles, was grün ist. Hoffentlich schaffe ich das Spiel. Es ist für die Funktionalität der Pflanze nicht so wichtig. Ach, Gott sei Dank. Dass sie lebt, die kann auch tot sein. Ich bin zutiefst beruhigt. Schauen Sie regelmäßig nach, Schwarz. So, und nun installieren Sie eine der Kameras im Rauchmelder des Waschraums, des Heizungsraums und des Müllraums. Und vor allem, Schwarz, zack, 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 verstanden. Ja, 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 ich denke schon. Sie sollen nicht denken, Sie sollen die Kameras installieren. Go, Schwarz, bewegen Sie sich und Ihren Allerwertesten mal ein bisschen hektisch durch die Wohnung, wenn ich bitten dürfte. In Franks Außenbüro im Wohnhaus steht eine auffällig, unauffällige Zimmerpflanze. Diese Pflanze dient dem Ministerium als geheimen Posteingang. Da kommen Dinge rein für unsere Missionen. Wir müssen die Pflanze gut pflegen, auch wenn Jörg mich gerade getröstet hat mit der Bemerkung, ich bräuchte doch keinen grünen Daumen. Sein Tutorial straft ihn Lügen. So, was muss ich machen? Achso, ich muss die Überwachungskameras aus der Zimmerpflanze entnehmen. Mit einmal draufklicken oder mit E, mit Shortcut. Das sind die 3. Ich packe die mal schnell rüber ins Inventar. Kameras dienen der Überwachung und können in Feuermeldern eingebaut werden. Ja,
da guckt ihr gerade etwas, ne? Das hattet ihr euch nicht so vorgestellt, als kürzlich bei euch zu Hause, liebe Leute, auf Twitch und auf YouTube, als die Hausverwaltung sich gemeldet hat und gesagt hat, neue Sicherheitsbestimmung, da kommt eine Firma vorbei und baut bei ihnen Rauch- und Feuermelder ein. Da habt ihr nicht drüber nachgedacht, was dann so alles passiert. Da werft ihr jetzt einen Blick rauf zur Decke und fragt euch, oh, ist das hier doch ein Aufklärungsvideo? Soll ich mir eventuell eine kleine Leiter holen, mal raufgehen und mal gucken, ob ich beobachtet werde? Mama, ich bin im Fernsehen vom Hausverwalter. Es gibt Kameras verschiedener Stufen, die wir freischalten können und wir können sie auch abbauen und woanders wieder aufbauen. So, die haben wir alle drei im Inventar. Einmal raus. Escape oder X. Einmal schnell raus. Und jetzt heißt es Go! Tempo, Tempo, Tempo! Denn wir sind unter Zeitdruck. Im Ernst. Links tackert die Uhr runter. Wenn wir uns nicht ein bisschen sputen, dann wir geben die ganze Zeit hier Geld aus im Hintergrund. Oder, Jörg? Ja, genau. Wie hektisch ist dein Spiel? Es kommen regelmäßig Rechnungen rein für den Betrieb des Hauses. Und wenn man die nicht rechtzeitig bezahlt, ist wie im echten Leben, dann gibt es Mahnungen für die Rechnung, die kosten dann mehr und irgendwann wird vollstreckt. Und wenn wir dann nicht genug Geld haben, dann war's das. Und der Vollstrecker vollstreckt nicht nur die Rechnung. Schnell, ganz, ganz schnell. Aber wie hektisch ist das Spiel? Ist das eines, wo es auf Schnellklicken ankommt? Ich glaube nicht unbedingt. Nein, das tun wir nicht. Nein, das tun wir nicht. Also es ist ein Echtzeitspiel. Also es gibt viele der Quests nachher haben auch ein Zeitlimit, das tatsächlich runterläuft. Aber ich kann das Spiel eben jederzeit pausieren. Ich kann nachdenken. Und die Zeitlimits sind jetzt auch nicht so, dass es total hektisch wird. Wir können auch mal kurz einen Blick durchs Inventar reinwerfen. Man kann Screenshots machen, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht könnt ihr dieselbe noch entdecken. Zu Beginn wurde mal kurz ein Bildschirm eingeblendet. Ich weiß nicht, ob es in der Steam-Demo auch drin ist, diese Tools, wo man super schicke Screenshots machen kann, Jörg? Dass man Screenshots machen kann, ja. Dass ob man die Auflösung hochdrehen kann, wie jetzt für den Pressebild, bin ich noch nicht sicher. Okay. Ja, aber man wird auf jeden Fall auch Bugs melden dürfen in der Steam-Demo. Dafür gibt es dieses kleine Käfer-Symbol hier. Genau, ja. Ungeziefer. Also etwa das, so wie wir behandelt werden von dem Herrn Müller. Das ist das Tutorial. Wir können alles auch nachher wieder nachlesen. Also falls ihr euch mal ein Fenster verpasst habt, einfach hier nochmal reingehen und nochmal gucken. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Über Tab oder über dieses Symbol kommt man in viele verschiedene Dinge rein, ins Inventar. Das hier ist da kommen die Rechnungen rein und da habt ihr auch die Möglichkeit, Rechnungen zu bezahlen. Und das hier sind die Quests, die Aufgaben, die im Laufe der Zeit reinkommen. Und ich habe Jörg mal gnädigerweise mit der Kamera davor platziert, um euch keinen Schrecken einzujagen. Da, wo rot ist und wo Jörg vorsitzt, Konsequenz bei Fehlschlag. Hör mal, es gibt sogar Events, durch die kann man das Spiel verlieren, oder? Ja, genau. Also wie gesagt, wir sind halt Teil eines totalitären Systems. Wir bekommen Aufträge von unseren Vorgesetzten. Wir sind denen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und einige der Aufgaben sind eben, wenn wir die nicht erfüllen, dann war's das. Also legt man sich mit den falschen Leuten an und dann wird man aussortiert. Gibt es einen Autosave, der das dann automatisch anspringt oder sind wir im Eye-Modus im... Nein, es gibt Autosaves. Also es wird sehr häufig gespeichert und man kann immer zurückgehen und auch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Also das macht auch ist auch sinnvoll, immer wieder mal auch selber zu speichern, auch weil das Spiel viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten anbietet, in der Story auch. Also es gibt viel Branching, es gibt verschiedene Enden, die man erreichen kann. Also ja, deswegen, es wird viel gespeichert, man kann speichern und dann nochmal was anderes versuchen. Und es gibt auch viel zu lesen. Das sind die Vermieter, die gucken wir uns nachher an. Da können wir unsere Vermieter verwalten, beziehungsweise dann Thema Akten eventuell anlegen. Und das ist ein bisschen Hintergrund für die Geschichte. Da sind alle Verordnungen dokumentiert, die unser großer Anführer in unserem großartigen Reich irgendwann in den letzten Jahren erlassen hat. Zum Beispiel Geschlechtsdienstleistungen für Geld anzubieten, ist aus moralischen und hygienetechnischen Gründen verwerflich. Prostitution im Gebiet der größten Union aller Zeiten verboten. Manche der Sachen sind einfach nur sehr, es ist immer sehr nett formuliert. Also nett im Sinne von augenzwinkernd und
teilweise so Anspielungen, Drogen sind Opium für das Volk, eine Formulierung, die euch vielleicht bekannt vorkommt. Ich weiß nicht, ob Engels oder Marx das gesagt hat. Weißt du das auswendig? Das weiß ich nicht auswendig. Einer von beiden, ja. Also aus der Ecke kommt es. Genau. Das weiß ich. Gewalteinwirkung im Eigenheim wird in der größten Union nicht geduldet. Probleme und Aggressionen sollten anders bewältigt werden. Immerhin ist häusliche Gewalt verboten. Gewaltmonopol liegt beim Staat. Nur der Staat darf euch verprügeln. Ihr dürft euch nicht wechselseitig verprügeln. Vorsätzlich geplante Verhaltensweisen, die sich mit Verdunkelungsmaßnahmen im Blick des Ministeriums entziehen, sind selbstverständlich auch verboten. Das Ganze endet teilweise noch in ganz... Hier, auch eine ganz witzige Anspielung. Walkman, die sogenannten Laufmänner, sind natürlich auch verboten. Tragbare Propagandaschleudern. Viele jüngere Zuschauer wissen gar nicht, was gemeint ist. Die Eltern bitte gerne mal den Jüngeren im Chat erklären, was ein Walkman eigentlich mal war. Der kommt jetzt wieder, habe ich gehört. Der wird jetzt neu aufgelegt. Ja? Ja. Ganz teuer von Sony. Na dann. Tanzen natürlich auch nicht erlaubt. Es lenkt von produktiveren Tätigkeiten ab, ist deshalb strengstens verboten. Ich glaube, Computerspiele sind auch verboten, oder? Bestimmt, ja. Wenn ich weiter runter scrolle und die Verordnung entdecke, Computerspiele verboten, habe ich dann das Easter Egg entdeckt, was dann auslöst, Game over, du hast verloren, WB. Ja, also... Ich denke, Computerspiele sind implizit verboten. Die müssen gar nicht explizit verboten sein. Unser glorreiches Land hat keinen Meeresanschluss, deshalb darf man auch keinen Fisch essen, das wäre noch schöner. Ausländisches Salz schmeckt nicht so gut wie unser einzigartiges Nationalsalz. Nicht heimisches Salz, strengstens verboten. Das geht gar nicht. Und vor allem auch, und damit beenden wir diesen kleinen Exkurs in die Verordnung, Badeenten führen zu einem unnötig hohen Zeitverbrauch im Körperhygieneprozess. Daher sind sie verboten, Leute. Finger weg von Badeenten. Ja? Das macht mich völlig kirre. Wir haben 320 Geld. Was sind die 10 blauen Punkte rechts oben eigentlich? Das ist das Ansehen. Das ist so ein bisschen das Ansehen, das du bei deinen Vorgesetzten genießt. Und das kann man so ein bisschen lesen wie XP. Je mehr Ansehen du Frank hat, desto höher steigt er auf, desto mehr kann er tun. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Gehen gleich mal raus und weiter und ich sag mal ganz kurz den Neuen, die gerade reingekommen sind, willkommen. Wir zeichnen auf Twitch, auch für YouTube. Das ist Jörg Friedrich, der Chefentwickler von Beholder 3. Das ist das Spiel, das wir gerade im Preview-Stream zeigen. Es erscheint am 3. März und eine Steam-Demo gibt es beim Steam-Festival. Die kann man spielen, die ist natürlich kostenlos. Am Montag startet das Steam-Festival. Und das Ganze ist so eine Art Polit-Strategiespiel mit Micromanagement und Anleihen aus anderen Spielelemente, aus anderen Spielgenres und ist eine Dystopie mit Augenzwinkern. Wir bewegen unsere Figur hier schwarz durch einen totalitären Staat hinweg und haben die Doppelrolle, sind Opfer und Täter zugleich. Wir machen mal ein bisschen weiter, laufen, ich gebe die Pause mal wieder raus, reden nochmal mit Ernst Müller. Die Überwachungskameras, sagt Frank, alle installiert. Ich hab's gemacht, Herr Müller. Ja, endlich. Damit wissen Sie alles, was Sie für die Arbeit hier benötigen, Schwarz. Sie können die Kameras übrigens auch abbauen, sollten Sie sie woanders benötigen. Und sorgen Sie dafür, Schwarz, dass die Einrichtung des Hauses immer gut in Schuss bleibt. Begleichen Sie die Rechnungen, die reinkommen. Wirtschaften Sie vernünftig. Und am wichtigsten, Schwarz, hey, behalten Sie immer Ihre Mieter im Auge, Schwarz. Und ich behalte euch im Auge, Schwarz, euch. Sie alleine tragen die Verantwortung, wenn ja jemand aus der Reihe tanzt. Und also nur so mal laut nachzudenken, was ist denn, wenn ich mich weigern würde, diese Menschen auszuspielen? Wir haben Ihre Unterschrift auf einer Bereitschaftserklärung, Schwarz. Mit einem einzigen Anruf von mir verschwinden Sie für immer in den Minen. Wären Sie ein gehorsames Rädchen im Getriebe des Systems, Schwarz, dann wird Ihnen und Ihrer Familie auch schon nichts geschehen. Haben wir uns verstanden, Schwarz? Ja, ich denke, ich habe alles okay. Was ist, wenn ich doch mal noch Fragen haben sollte? Wie kann ich Sie erreichen? Rufen Sie uns niemals an. Wir rufen Sie an, Schwarz. 3 Wochen später. Das war quasi das Tutorial, jetzt geht es richtig los.
Hier kommen ein paar der Mieter raus, die hier leben. Kim Schwarz. Ob dieses themengetreu genug aussieht? Noch weitere Mieter. Magnus Herrmann. Wir reden mal mit unseren Leuten. Das ist das Mietshaus von vorne. Alle Etagen. Wir gehen aber erstmal rüber. Links oben steht unsere nächste Aufgabe. Mit der eigenen Familie reden. Oh, Telefon. Es klingelt. Ich muss ganz schnell ans Telefon. Es hat ein bisschen gedauert. Es tut mir so leid. Komme ich da rechtzeitig ran? Du kannst übrigens mit Shift rennen. Das ist ja... Wenn du Shift gedrückt hast. Ja, aber das wird die Dramatik hier ein bisschen vernichten. Hier ist Frank. Frank Schwarz ist hier. Wer ist da? Warum dauert das so lange? Hör mal, jetzt mal, Jörg, Hand aufs Herz, ehrliche Antwort. Unabhängig davon, ob ich gerannt wäre oder nicht, kommt dieser Anschiss nicht immer. Wer weiß? Du weißt es. Warum dauert das so lange, beschwert sich Ernst Müller. Tut mir leid, ich war gerade im Haus unterwegs. Wie auch immer, jetzt sind Sie ja da. Das Büro, Schwarz, hat einen Auftrag für Sie. Oh je, aber besser als Waschmaschine reinigen und Müll rausbringen, schätze ich. Schwarz, hören Sie zu, Schwarz. Einfach nur zuhören. Ja, Entschuldigung. Ich sage doch, die Minen wären die bessere Option für Sie gewesen. Ich bin ja schon still, bin ganz still. Was soll ich tun? Sprechen Sie mit den Bewohnern des Hauses, Schwarz. Lernen Sie sie kennen. Gewinnen Sie ihr Vertrauen. Sobald Sie etwas über die Leute erfahren haben, stellen Sie an Ihrem Arbeitsplatzrechner Profile Ihrer Mieter und schicken sie uns zu. Verstanden, Schwarz? Ja, in Ordnung. Soll ich auf etwas Bestimmtes achten oder soll ich einfach... Klick! Der ist verschwätzt. Alles melden, ja. Anscheinend schon. Meine Aufgaben. Jede Menge Aufgaben kommen rein. Persönliche Quests, manche übers Telefon. Belohnungen kommen rein. Ansehenspunkte, die blaue Ressource, die Jörg eben erklärt hat. Oder Geld oder beides. Das Scheitern kann harte Konsequenzen haben. Go, go, go. Nicht zu lange trödeln. So, aber erstmal reden wir mit unserer eigenen Familie. Wir gehen mal kurz hier weg und lernen mal die Familie kennen. Zum Beispiel unsere Frau. Welche Situation wir sie gebracht haben. Oh, das war nicht die Frau, das war der Sohnemann. Vater, was ist denn? Wie gefällt es dir hier? Stockbande doll. Wie gefällt dir die Wohnung, Alex? Hast du dich schon etwas eingelebt, mein Kleiner? Gut, bitte. Ja, geht so. Die alte Wohnung war doller, Papa. Die war viel, viel doller. Da gab es mehr Sonne. Und ich hatte ein eigenes Zimmer, Papa. Ein eigenes Zimmer. Meine Freunde waren auch alle da, Papa. Ich will zurück, Papa. Hast du denn hier neue Freunde gefunden, Alex? Ich weiß, du vermisst deine Kumpels. Hast du hier schon neue Freunde gefunden? Nein, hier gibt es nur Ida und Alfred aus dem zweiten Stock. Klick, klick, klick. Ich sehe förmlich, wie ich im Kopf anfange zu denken. Das ist ein privates Gespräch mit meinem Sohn. Ja, aber, Infos sammeln, alle Mieter bespitzeln. Ich muss meine Familie und mich über die Runden bringen. Ida und Alfred im zweiten Stock. Okay, vielen Dank. Kann ich eventuell meinen Sohnemann als Minispitze anheuern? Abgründe, charakterliche Abgründe, die ich plötzlich blicke. Alfred ist zu klein und ständig krank. Okay, alles klar. Alfred ist zu klein und ständig krank. Alles aufschreiben, alles merken. Alfred und Ida. Und Ida, die ist doch nur ein Mädchen, die spielt noch nicht mal Fußball. Was macht denn die Schule, Alex? Was machen denn Noten, Alex? Ehrlich bleiben, bitte ehrlich bleiben. Ich muss viel büffeln, die sind ja viel weiter als an der alten Schule. Kannst du mir das mit der Hypotenuse erklären, Papa? Hypo was? Ich kenne nur Hypoallergen. Ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Habe ich mir schon gedacht. Mein Papa ist ein Loser. Womit kann ich dir etwas Gutes tun, Alex? Gibt es etwas, womit ich dir eine Freude machen kann? Sohnemann. Lass nur, Papa. Du und Mama, ihr habt doch schon so genug Sorgen. Bist du dir ganz sicher? Na, so etwas geht's schon. Etwas. Sag. Du weißt ja, dass ich immer so gerne Trompete gespielt habe. Leider ist meine Trompete bei unserem Umzug beschädigt worden, Papa. Sie klingt verbeult. Sie klingt ganz schrecklich, Papa. Denkblase über dem Kopf von Papa Schwarz.
Vorher klang sie auch schon schrecklich. So gut spielst du nicht, Alex. Neulich habe ich beim Kiosk gesehen, dass dort eine Trompete in der Auslage liegt. Die sieht fast wie neu aus. Aber ist doch wohl zu teuer, oder? Ich schau mal, was ich machen kann, Alex. Es gibt Läden, drei verschiedene Läden im Spiel. Da können wir verschiedene Dinge uns erkaufen. Am Kiosk gibt es Alltagswaren und daneben taucht bisweilen in der Nacht ein geheimnisvoller Fremder auf, der Dinge verkauft, die anderweitig schwer zu kriegen sind. Im Ministerium verkauft der Pförtner Ausrüstung für die Mitarbeiter und in der Kantine bietet Frau Niki alles an, was satt macht. Lecker. So, mit den anderen wollen wir auch noch reden. Da, ja, wo jeder dabei. Frank, was willst du? Oh, das klingt ja schon mal sehr nach häuslichem Glück hier. Gefällt es dir hier, Schatz? Alles gut? Ich weiß, es ist nichts gut, aber lüg mich bitte an. Schatz, hast du dich langsam ein bisschen eingelebt? Mich einleben? Hier mich einleben? Hier ist es schrecklich. Aber Schatz, so schlimm ist es doch jetzt hier auch wieder nicht, oder? Die Waschmaschine wäscht nur jede zweite Ladung sauber. An den Wänden hängt der Stock. Und dann steht all dein Elektronikschrott hier in der Wohnung rum. Ah, das ist mein Arbeitszeug. Du magst die neue Wohnung wirklich nicht, oder? Nein, sie ist fürchterlich, Frank. Fürchterlich. Die Kinder hassen sie übrigens auch. Oh Gott, jetzt haben wir mal ganz kurz ein kleines Problem auf Discord. Ich gehe mal kurz rüber in die andere Anzeige und warte drauf, bis ich den Jörg wieder habe. Ich kann dich, falls du mich noch hörst, Jörg, nicht sehen. Deine Kamera hat sich gerade verabschiedet. Falls du mich holst, hörst am besten nochmal neu starten im Hintergrund. Du hörst mich noch? Aber ich höre dich und ich bin in Discord, ist meine Kamera noch aktiv. Mach sie doch einmal an und wieder aus, bitte. Ja. Hat das geholfen? Noch sehe ich die Kamera gar nicht. Jetzt ist die Kamera wieder da. Und jetzt soll doch alles gut sein. Ich gehe mal wieder zurück. Ja, fast alles. Gott, was habe ich getan? Nein, jetzt ist alles richtig. Da bist du wieder. Und im Hintergrund sind Sabine und Frank. Wir machen einfach weiter, als wäre nichts passiert. So wie Frank es ja auch macht. In seinem Leben totales Chaos, alles geht den Bach runter. Wir tun so, als wäre alles in Ordnung. Wir werden uns wohl damit abfinden müssen, meinte Sabine. Auch wenn die Wohnung im Erdgeschoss ist. Ich finde es eigentlich ja ganz romantisch mit dem Stock, mit den Flecken. Mit dem Schimmel an den Wänden. Romantisch? 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 Was soll an diesem Ort romantisch sein? Der Stock, der Schimmel? Es erinnert mich irgendwie an unsere erste gemeinsame Wohnung, als wir jung und verliebt waren, auch nicht so viel Geld hatten. Da war auch der Stock in der Wohnung. Damals, als wir beide noch studiert haben, weißt du noch? Kurz nach unserer Hochzeit. Das war doch schnuckelig und ich war da auch schnuckelig. Das hast du doch nicht etwa vergessen. Oh, er ist, glaube ich, einer, der versucht es zumindest, andere Menschen bisweilen auch um den Finger zu wickeln. War das gut? Ja, natürlich weiß ich das noch. Wir mussten heiraten, um überhaupt noch eine Wohnung zu bekommen. Ich glaube, meine gute Frau Sabine ist ein kleines bisschen pragmatischer und realistischer beim Durchlaufen durchs Leben als ich. Frei in meinem Herzen klopfte das Herz eines Romantikers. So wie das. Jeden Abend haben wir gefeiert. Wir haben die ganze Nacht durchgetanzt. Wir haben boreanischen Whisky gesoffen. Ah, okay, es war schön. Sie sagte, es war schön. Dann kam Kim, unsere Tochter. Durch die Kinder, Frank, hat sich einfach alles geändert. Heute bestimmt die Karriere das Leben. Ah, naja, zumindest mein Leben. Ich mache ja noch Karriere. Was? Schatz, sei nicht so böse zu mir. Ach, Schatz, mich nicht an hier. Deine Entlassung macht mir schon schwer zu schaffen. Aber wo Hochzeit? Du denkst ja noch an das Geschenk, das du mir zum Hochzeitstag versprochen hattest? Ja, natürlich. Das Umzugschaos hat das etwas verdrängt, aber natürlich denke ich daran. Hochzeitstag. Wann war der nochmal? Ich bin erst notiert. Wann war der nochmal unser Hochzeitstag? Wann bekomme ich es denn? Ich muss es nur schnell holen. Ich bin gleich wieder da. Geh nicht weg. Ich bin gleich wieder da. Frank, Spaßvogel. Manchmal ist deine Vergesslichkeit sogar süß.
So, wir haben mit fast allen gesprochen. Wir müssen eine Trompete besorgen, wir müssen etwas zum Hochzeitstag besorgen. Wir müssen mit Kim noch reden. Kim ist hier. Kim Schwarz. Dad, ich wollte gerade ein bisschen chillen. Was Dringendes? Anders formuliert, du nervst, Dad. Wie geht's dir? Wie hast du dich eingelebt? Ich bin okay. Was ist mit dir? Nicht, dass es mich interessieren würde, aber wie geht's dir? Warum siehst du so bedroppelt aus, Dad? Hast du dich schon wieder mit Mutter gezankt? Wenigstens du bist gut gelaunt, Kim. Nein, ich habe mich nicht gezankt mit deiner Mutter. Fühlst du dich in der neuen Wohnung wohl? Ja, ich finde es okay, Dad, hier. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Ja, okay, das Holz war, das Haus vorher war toller, die Schule war auch besser und so. Die Leute hier reden nicht mit mir. Sie gucken mich irgendwie komisch an. Aber ich komme schon klar, Dad. Ich komme schon klar. Du hast genug Sorgen. Und jetzt noch mehr als vorher. Bist du sicher? Kann ich irgendwas tun, damit du dich hier wohler fühlst? Aber bitte, ich will nicht schon wieder Geld ausgeben müssen für irgendwas. Kann ich dich mal einfach knuddeln? Naja, raus damit, Kim. Was wünschst du dir? Einmal knuddeln? Ich fühle mich manchmal echt unverstanden und alleine, Dad. Ich hätte wirklich gerne ein Haustier. Gott, ich muss schon wieder Geld ausgeben. Du möchtest einen... Ich bin ein Mann. Man erwartet von mir, dass ich Hunde liebe. Du möchtest sicher einen Hund. Und ach so, sie ist dagegen. Frauen mögen Katzen, Männer mögen Hunde. Ich bin Hausverwalter. Ich muss der Obrigkeit vorspielen, dass ich ein treuer Diener des Staates bin und dass ich auf Militär und andere Sachen abfahre. Du willst natürlich einen Hund, einen Schäferhund. Möchtest du einen Hund? Ich bin nicht sicher, ob deine Mutter damit einverstanden wäre, aber... Kostet ja auch Geld. Nein. Nicht so groß. Eher irgendwas Kleines und Süßes. Ein Chat. Ganz schnell. Hamster oder Meerschweinchen? Hamster oder Meerschweinchen? Chat. Auf Twitch. Ganz schnell. Hamster oder Meerschweinchen? Zwei Fraktionen. Welche ist die größere im Chat auf Twitch? Hamster oder Meerschweinchen? Ein Meerhamster? Ein Schwein? Eine Ratte, Igitt. Also als ob ich meinem Kind, als ob sich Kinder Ratten wünschen würden. Nie und nimmer eine Ratte. Ein Teddyhamster. Also 50-50, ein Kaninchen ist nicht im Topf. Wir sagen mal einen Hamster. Soll ich einen Hamster besorgen? Es wird nicht ganz einfach, aber... Papa, ich bin auch kein Baby mehr. Ich hätte gerne eine Ratte. Ich bleibe mal ehrlich. Obwohl ehrlich bin ich im Spiel ja nicht unbedingt. Wie widerlich. Eine Ratte, aber Schätzchen, Ratten, die sind eklig. Sie übertragen gefährliche Krankheiten, außerdem habe ich Angst vor ihnen. Das stimmt doch gar nicht. Dad, Ratten sind von Haus aus ganz saubere Tiere. Du musst die halt regelmäßig waschen. Du musst die mit in die Badewanne nehmen. Ratten sind richtig coole Tiere. Die sind sozial, die sind klug, die sind anhänglich. Die sind klüger wie du. Bitte, Dad, ich wünsche es mir so sehr. Bitte, Dad, bitte eine Ratte. Bitte. Naja, wenigstens ist es kein Hund. Aber woher soll ich denn eine Ratte bekommen? Die bekommt man jetzt aber nicht unter dem Zoohandel, oder? Gott, ich ahne ganz, ganz Schlimmes. Ich glaube, ich habe mal eine gesehen, Dad. Hinter der Waschmaschine. Wie bitte? Ratten in unserer Waschküche? Ich glaube schon. Schau doch mal nach, Dad. Geh mal gucken. Fang mir eine Ratte, Dad. Ja, und ob ich das tue? Und wenn ich eine finde, die mich nicht sofort beißt, dann kannst du sie haben, Kim. Danke, Paps. Das bedeutet mir sehr viel und ich spare Geld dabei, wenn ich sie nur fangen muss. Rechnungen kommen rein. Glückwunsch. Hör mal, das ist der erste Moment im Spiel, wo ich mich echt verarscht fühle, Jörg. Glückwunsch, du hast deine erste Rechnung erhalten. Also da müsst ihr echt dran arbeiten. Da geht mir die Galle hoch. Ist das eine bewusste Bosheit oder ist es ein Textbug? Oder wollt ihr mich mobben? Das ist halt alles so ein bisschen aus der Sicht des Systems formuliert, ne? Und also eine Rechnung ist ja eine gute Sache eigentlich für die Bürger. Dann wissen die, was sie zu bezahlen haben. Das System hat nur eine Rechnung mit mir offen. Die Rechnungen müssen fristgerecht bezahlt werden, ansonsten Game over.
Uns folgen immer höhere Mahnungen und am Schluss die Zwangsvollstreckung. Verschulden dürfen uns noch nicht, weil sonst Job weg, Game over, alles over and out. Genug Geld zu verdienen ist eine Herausforderung. Ressourcenmanagement. Das Ministerium bezahlt uns ja auch ganz gut für das Ausspionieren und Melden von Mitbürgern. Okay. So. Mit denen haben wir... Was sind das alles hier? Achso, das ist Essen und Trinken. Ich gehe erstmal rüber und kümmere mich um andere Dinge. Ich versuche mal, die Ratte zu fangen. Ich springe mal über meinen Schatten. Gott. Ab in die Waschküche. Schon wieder? Muss ich waschen? Nein. Da ist die Ratte. Tatsächlich. In der Waschmaschine gefangen. Klug, sozial und anhänglich. Ich packe sie mal rüber ins Inventar. Beißt sie mich? Nein. Oh, ich habe auch noch die Trompete, außerdem noch die kaputte Trompete anscheinend auch gefunden. Das ist nur das Tutorial. Manche Gegenstände können Infos über den Besitzer enthalten. Manche Gegenstände sind verboten. Wer die Polizei einen verbogenen Gegenstand findet, wird der Besitzer verhaftet. So, Waschmaschine leer, einmal raus. Müssen wir hier noch irgendwelche Aufgaben erfüllen? Schon wieder? Nein, ne? Nee, die war schon in Ordnung. Müll müssen wir auch nicht machen, da ist kein Aus... Warum ist das Ausrufezeichen hier drüber? Das heißt, dass die jetzt wieder gewartet werden kann. Kann aber nicht, muss, ne? Du brauchst aber das Heizöl, genau. Du brauchst das Heizöl für den Heizkessel und du brauchst den Entkalker für die Waschmaschine. Die sind so alle 24 Stunden, kann man mit denen interagieren und ein bisschen Geld verdienen. Wir reden erstmal mit Kim. Shibabata. Dad, ich wollte gerade ein bisschen chillen. Was Dringendes? Ja, hier, wegen der Ratte. Wir sprachen doch neulich über die Ratte, die du dir wünschst. Dad, sag bloß, du hast mir eine mitgebracht. Dad, du bist der Beste. Mein Dad ist der Beste. Kim, mein Schatz, hier. Das ist dein neues Haustier. Jetzt verrückt, Dad. Du hast mir wirklich einen besorgt. Wie cool. Was für einen coolen Dad hab ich. Ich kann es halt immer noch nicht verstehen, was du an diesen Tieren findest, aber... Die kleine Schnauze, die süßen Pfoten. Wie kann man die nicht niedlich finden, Dad? Naja, es freut mich, dass es dich freut, Kim. Danke, Dad, du bist so cool, Dad. Bist der coolste Dad. Ja, schon gut, aber sag bloß deiner Mama nicht, dass du das Tier von mir hast. Bleibt unser Geheimnis, bitte. Keine Sorge, Paps, die Ratte bleibt unser Geheimnis. Sehr schön. Hamsterratte entfernt und so langsam wollen wir auch Geld bekommen. Das heißt, ich muss jetzt mal zur menschlichen Ratte werden und ein bisschen herumschnüffeln im Haus. Ich musste noch Elisabeth Weckert, Magnus Hermann und die anderen kennenlernen. Ach so, wenn ich jetzt rübergehen würde mit Heizöl, dann könnte ich Geld verdienen, ne? Genau, du kannst also beim Kiosk gibt es auch das Heizöl und den Entkalker. Und den kannst du sozusagen Vorrat kaufen. Machen und wir. Dann... Ach, das machen wir sofort. Sehr gute Idee. Wir gehen einmal in den Hausflur, dann raus aus dem Haus. Und dann suchen wir mal den Kiosk. Mal gucken, ob der rechts oder links ist. Rechts ist die Metro. Und da fahren wir vermutlich zum Arbeitsplatz ins Ministerium. Würde ich jetzt vermuten. Genau, später. Mhm. Auf der anderen Seite, das ist der Kiosk. Da gehen wir mal hin. Ich renne. Ich möchte etwas kaufen. Oder erstmal ein bisschen reinschleimen. Wie geht es Ihnen hier? Jo. Guten Tag. Balke. Willi, was wollen Sie? Spikrette. Ich wollte nur so fragen, ob wie es Ihnen so geht. Alles gut? Wunderschön, guten Abend. Backe. Ach so, ja, gut. Kette. Hier ist immer viel los, oder? Vorgedorben. Na klar, bei mir gibt es etwas zu trinken. Etwas zu trinken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das lockt Leute an. Na, hier, etwas zu trinken. Etwas zu trinken? Ach so, verkaufen Sie Alkohol? Stark Dandelion. Ja, natürlich. Das ist doch nicht verboten. Oh ja, Entschuldigung, ich verstehe. Seit wann stehen Sie denn hier? Wie lange arbeiten Sie schon hier? Immer schon. Immer, mein ganzes Leben lang. Ich bin hier im Kiosk schon als Arbeiter im Kiosk zur Welt gekommen damals. Manchmal kommt uns das so vor, was? Nein, ich arbeite wirklich schon immer hier, mein ganzes Leben lang.
Meine Mama, der hat der Kiosk vorher gehört. Die hat mich da vorne, da hinten, hinter dem Altpapierstapel. Da bin ich zur Welt gekommen. Hier habe ich mein Babypraktikum gemacht, mein Kleinkindpraktikum und mein Schülerpraktikum und mittlerweile ist das mein Kiosk. Gab es schon mal Vorfälle hier? Vorfälle, in die Sie mitverwickelt wurden, um mal ganz harmlos zu fragen. Einfach nur so, ohne Hintergedanken. Vorfälle? Was meinen Sie damit? Ja, Diebstähle, Prügeleien, irgendwas Ähnliches. Versuche Sie auszuhorchen. Ach, so etwas meinen Sie? Ja, so etwas gibt es hier ständig. Manche Leute trinken einfach einen zu viel. Aber ich halte mich aus allem raus. Na dann. Wenn Sie das nicht stört, ich möchte gerne etwas kaufen. Oh, alle wohl bekommen. Eine Trompete. Können wir uns die Trompete jetzt schon leisten? Wir kaufen erstmal, wir gucken erstmal, wie teuer was ist. Eine unauffällige Brille. Big Anführer. Ein Beispiel dafür, dass die nationale Küche der internationalen in nichts nachsteht und sich nicht verstecken muss. Einen Wecker. Ah, damit wir immer pünktlich bei der Arbeit sind. Ein paar vorzüglicher Socken für 300 Ocken. Socken für 300 Ocken? Sechsmal so viel wie eine Trompete? Sag mal, ist das hier so ein Dissen von Musik? Das findet ihr wirklich, dass Musik so viel wenig wert ist, Jörg? Tja, die Preisentwicklung. Es geht manchmal seltsame Wege, ne? In so Ländern, die abgeschottet sind von ihrer Umwelt. Da ist dann vielleicht die Trompetenfabrik nebenan. Und die kriegt man dann relativ preiswert. Aber die Socken müssen aus dem Ausland... Okay. Wir kaufen zweimal Heizöl auf Vorrat, da müssen wir nicht so hinlaufen. Wir könnten es dann auch wieder zurückverkaufen, aber dann nur halber Preis, kennt man von solchen Spielen. Wir könnten Süßigkeiten kaufen, Entkalker brauchen wir auch. Einmal pro Tag auch Waschmaschine entkalken, glaube ich, ne? Genau. Kaufen wir auch schon mal zwei davon. Da haben wir noch 220. Achtung, es kamen schon Rechnungen rein. Wir kaufen einmal schon mal die Trompete. Oder wir verhindern, dass wir zu unpünktlich kommen. Können wir uns leisten? Den Wecker? Ich glaube, wir können uns das leisten, Jörg, ne? Soll ich mal Geld für den Wecker raushauen? Ich will ja nicht während des Streams, dass es Game Over heißt. Ich würde die Trompete kaufen. Das ist auch das, wo ihr uns hinschubst, weil das ist ja die erste Quest. Gehen wieder raus. Rennen rüber. Ich renne mal wirklich mit, was war die Taste, mit Shift oder mit was? Mit Shift, genau. Shift und dann... Go. Oh, was ist denn das hier? Post ist noch keine da. Einmal rein ins Haus, bitte. Achso, erstmal die Aufgaben erfüllen, Geld verdienen. Jetzt kommt die Post hier rein. Spiel veräppelt mich. Jetzt kommt gerade die Post. Einmal schnell Waschmaschine entkalken. Einmal... Achso, Geld kommt aber jetzt noch nicht, ne? Doch, jetzt kommt das Geld rein. Ja. Einmal bitte Heizöl nachfüllen. Einmal den Müll rausbringen. Haben wir das gerade gemacht schon? Ja, ne? Oder ja, muss ich den noch rausbringen? Den? Nee, der ist schon weg, ja. Das ist immer ein bisschen mehr Geld. Jetzt gehen wir zurück. Oh, wir haben dann 59 Stunden, um die ganzen Mieter kennenzulernen. Hallo, Sabine. Wie geht das? Frank, gut, dass du hier bist. Ich möchte kurz mit dir reden. Im Hintergrund ticken die Questuhren. Ticken die einfach eigentlich weiter, während wir hier sprechen? Während der Dialoge hält die Zeit. Das ist ein sehr freundlicher Zug von euch. Vielen lieben Dank. Das ist nicht, dann bin ich nicht so gestresst. Worum geht es denn, Schatz? Ich bin schon so gestresst. Die waren nicht so glücklich und zufrieden. Okay. Es geht um unser Geld, Frank. Was glaubst du sonst, warum ich noch ein Wort mit dir rede? Es geht um unser Geld. Um mein Geld, das ich von dir erwarte. Das Geld, mit dem du unsere Familie zusammenzuhalten hast, Frank. Aufgrund deiner Degradierung zum Hausmeister, dieser Bruchbude hier, muss ich mir in meiner Stelle als Pionierleiterin nun umso mehr Mühe geben. Ich mache Karriere, du machst Hausmeister. Hausverwalter. Ja, und darunter. Ja, mit deinem lächerlichen Gehalt als Hausverwalter kommen wir wohl kaum über die Runden, oder? Sabine, ich gebe mir Mühe. Hör mir zu, Frank, hör mir einfach zu.
Ich habe gestern mit meinem Chef gesprochen, er hat mir großzügigerweise erlaubt, in Zukunft mehr Extraschichten arbeiten zu dürfen. Ich werde dir von nun an jeden Tag einen Teil meines Einkommens für die gemeinsame Haushaltskasse geben. Dafür erwarte ich aber, dass du dich, du hast ja sonst nichts zu tun, um Besorgung für die Kinder sowie um unsere Wohnung kümmerst. Schaffst du das, Frank? Jo. Ja, theoretisch. Aber ist das wirklich nötig, weil die Kinder brauchen da einfach eigentlich ihre Mutter und nicht mich, oder? Denn ihr bleibt doch deshalb ihr Mütter zu Hause und ihr kümmert euch um die und ich muss da nicht hier im Haushalt auch noch was machen, sondern kann rumlaufen und die Leute bespitzeln und mich auch eher als ein Mann fühlen, oder? Frank, seit du deine Stelle verloren hast, ist dieses Thema Mann sein für dich durch, Frank. Echt. Wovon sollen die Kinder leben? Wovon sollen wir ihnen Kleider kaufen? Wovon sollen wir ihnen Essen kaufen? Wovon sollen wir ihre Schulgebühren bezahlen, Frank? Ha? So wie das. Mach dir keine Illusionen. Du kannst unsere Rechnung nicht mehr allein begleichen. Das war mal. Was? Sei lieber froh, dass zumindest ich noch eine Karriere habe. Ja, nimm das Geld. Haushalte gut damit. Wir haben im Augenblick nichts zu verschwenden. Ja, danke. Ja. Haushaltsgeld bekommen, immerhin. So, jetzt erstmal rauf und die Trompete. Mann, Mann, Mann. Oh, der ist in der Schule, der Kleine anscheinend, ne? Genau, die haben einen Tagesablauf, die Figuren. Und jetzt sind die meisten in der Schule oder bei der Arbeit. Das heißt, jetzt wäre auch eine gute Gelegenheit, um zum Beispiel in eine Wohnung mal reinzuschauen. Ich muss noch nicht, ja. Zum Ministerium muss ich ja noch nicht gehen, ne? Nee, ins Ministerium darfst du noch nicht gehen. Da musst du dich erst hocharbeiten. Okay. Nach links, einfach da hinten rein und dann nach links laufen. Mhm. Dann geht's nach oben. Schon drin? Guten Tag. Ah, das ist der Alte, den wir kennenlernen müssen. Wir haben einen kleinen Delay. Genau, ne? Das muss ich kurz erklären, damit die Zuschauer nicht denken, warum sagt der mir was ich schon mache? Wir haben einen kleinen zeitlichen Delay. Der Jörg und ich hören uns zeitgleich, aber er sieht etwas später, was ihr seht. Deshalb gibt's manchmal so etwas seltsame Situation hier. Das ist aber nicht deshalb, weil wir irgendwie beide einen an der Waffel hätten, sondern das sind so technische Geschichten hier. Muss ich mal kurz sagen. Hallo, ich bin Frank Schwarz. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Frank Schwarz. Ich bin der neue Hausverwalter. Und Sie sind... Das freut mich. Weckert, mein Name. Weckert. Ich würde Ihnen gerne, wenn ich darf, ein paar Fragen stellen zu Ihrer Wohnung aus freundlichem, höflichen, nachbarschaftlichem Interesse heraus. Nicht und ohne jeden Hintergedanken und ohne, dass ich mit noch mehr Worten mich irgendwie immer tiefer reinreden würde. Ich habe gerade noch zu tun. Kommen Sie doch einfach mal bei uns vorbei. Da können wir in Ruhe reden. Gut, machen wir so. Wiedersehen, Frau Weckert. Bis dahin. Sehr freundlich. Die lässt sich ausspionieren. Wer ist das hier? Das war jemand anders, glaube ich. Mal gucken. Komm mal hier rein. So. An der Türe kannst du zum Beispiel, wenn du auf das Auge guckst, kannst du so rein lupen, gucken, ob da jemand drin ist. Ja, es sind Leute drin. Oh, Achtung! Magnus Herrmann, den müssen wir kennenlernen. Schnell runter, Magnus! Stehen bleiben, Magnus! Guten Tag! Hallo, Magnus! Guten Tag, guten Tag! Hätten Sie einen Augenblick Zeit für mich? Ich habe den Wachturm für Sie. Mein Name ist Frank Schwarz. Was wollen Sie von mir? Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen, Herr Herrmann? Wir müssen uns doch kennenlernen. Gute Nachbarn werden. Na, wenn es denn unbedingt sein muss. Ich bin der neue Hausverwalter, Schwarz mein Name. Ah, sind Sie das? Und woher weiß ich das? Haben Sie einen Hausverwalterausweis oder sowas ähnliches, Namensschild, irgendwas in der Art? Schwarz? Stark ist doch. Ja, meine Familie und ich, die wohnen hier vorne. Wir wohnen in der Verwalterwohnung. Da würden wir doch nicht wohnen dürfen, wenn wir nicht fahren. Das müsste Ihnen doch aufgefallen sein, oder? Ja, vielleicht. Und? Was wollen Sie von mir, Herr Hausverwalter? Schwarz heiße ich. Schwarz. Warum sind Sie denn so misstrauisch? Ich habe Ihnen doch noch gar nichts getan. Ich habe Ihnen doch gar nichts getan. Sie sehen verdächtig aus. Sie könnten ein Systemfeind sein. Ich bin auch kein Systemfeind, im Gegenteil, ich bin der Hausverwalter. Ich bin das System vor Ort. Ich bin der kleine Bruder, das kleine Brüderchen vom System. Ja, wenn Sie meinen. Und Sie? Ich bin auch kein Systemfeind. Das freut mich. Und was machen Sie so?
Mal dies, mal das. Ja, so, dies und das, sehr interessant, ja. Ja, wahnsinnig interessant. Nun reicht's aber auch langsam. Ich habe heute noch was Wichtigeres vor. Herr Hausverwalter, einen wunderschönen guten Tag noch. Also über den haben wir schon mal gar nichts erfahren. Was wir jetzt wissen, genau, du hast jetzt eine Information bekommen, nämlich dass er grob ist. Das landet in seiner Akte. Oh ja, sofort. Das trage ich sofort ein, hör mal. Dafür ist doch mein PC geeignet. Kannst du direkt nachgucken. Ach, da muss ich gar nicht hier hingehen, das kann ich, glaube ich, hier oben... Aber du kannst auch am PC kannst du es dann losschicken. Hm? Okay. Das heißt, wir gehen hier rein in die Akten und tragen dann rein, das war der... Magnus Hermann war das, ne? Genau. Einmal anklicken, ist unhöflich und grob. In der Tat. Info gesammelt. Freischaffend. Einfach ein unangenehmer Typ. Bin froh, wenn ich ihn irgendwann wieder loswerden kann. Beweise? Habt ihr alle gesehen? Ihr wart alle mit dabei. Muss ich keine Beweise eintragen hier? Gesunder Menschenverstand. Ihr wart alle dabei, alle haben es gehört. Genau. Wenn du jetzt dich an den Rechner setzt, dann kannst du dort... Aha, ein Profil anlegen. Also genau, erpressen kann ich ihn ja nicht damit, dass er unhöflich ist, weil alle sind zu mir unhöflich. Dann müsste ich alle erpressen können und wahrscheinlich würden die sagen, ja, du bist es auch nur nicht anders wert. Aber ein Profil vielleicht? Ein Profil könntest du anlegen, genau. Das ist auch sehr wichtig, dass man das regelmäßig macht und die Informationen sind, weil, also das ist so eine Haupteinnahmequelle. Und das verlangen auch meine Vorgesetzten auch von dir. Habe ich damit schon die erste Quest erfüllt, dass ich so ein winziges Infobröckchen für einen von den Leuten schon mal abschicke? Genau, dann hast du schon mal einen Teilschritt dieser Quest erfüllt. Ja. Würde das in Köln spielen, würde ich sagen, wenn ich es mit dem Liebesministerium, ich habe ein bisschen geklüngelt, das ist ein fieser Map. Einmal absenden. Formular angenommen, ja. Autosave sogar angelegt, sehr gut. Ich habe mein Autosave verdient. Ich habe Ansehenspunkte bekommen. Das ploppte oben gerade auf. Ne? 25 Währung haben wir bekommen. Genau, und Geld. Ne? Ja, sehr gut. Eine ganze ordentlich Geld dazu bekommen. 250, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich muss mal kurz den Chat fragen. Muss ich mich jetzt schämen dafür, dass ich meine Mitbürger ausspioniere? Oder findet ihr das alles okay hier? Sag mal bitte kurz Bescheid. Habe ich alles richtig gemacht oder war das fies? In der Wohnung hier wollten wir nochmal... Achso, wir wissen... Genau, wenn er jetzt noch... Ich glaube, er ist noch weg. Kann die Uhrzeit nicht lesen. Wie spät ist es? 17.55 Uhr. Könnte er noch unterwegs sein. Da, hier sind jetzt Leute zu Hause. Oh, dann... Mann, nicht abbrechen, abbrechen. Nein. Hallo, ich bin nicht... Die Tür ist aufgegangen. Ich repariere mal ihr Schloss, ja? Ups, falsche Tür, ein Steve-Achievement wurde sogar auf. Was tun Sie hier? Gehen Sie bitte. Ihr Schloss war kaputt, ich bin es am Reparieren. Ich bin's, der Herr Tolpa, der Herr Schwarz. Das war ein bisschen missglückt, ich habe Sie jetzt kennengelernt. Ja, kann ich auch eine Akte über mich selber anlegen? Bin ein Tollpatsch? Wäre vielleicht ganz gut. Nee, aber die Rechte, ich glaube, dass der Magnus noch unterwegs ist. Du könntest mal in die rechte Wohnung gucken. Okay. Wir gucken einmal kurz rein. Ja, keiner da, komm. Ganz schnell. Einmal rein. Oh, Entschuldigung. Ja, sieht gut aus. Einmal rein. Genau. Und jetzt? Genau. Aber ich muss mich beeilen, ne? Ja, er kann halt immer wieder kommen, ne? So. Genau, und das ist halt was man häufig macht. Man guckt sich so in der Wohnung seiner Mitbewohner um. Wenn du jetzt eine Kamera dabei hättest, dann könntest du auch den Rauchmelder mit einer Kamera versehen. Dann kann man sie beobachten, wenn man nicht da ist. Ja. Schade, mir fehlt noch die Kamera. Ja, du könntest theoretisch die aus dem, entweder welche kaufen beim Schwarzhändler oder die aus der Waschküche ausbauen.
So, die braucht man ja nicht unbedingt. Mhm. Also so, hier ist was Interessantes, das möchte ich kurz darauf hinweisen. Ja, gerne. Da gibt es diese gelbe Kamera. Wenn du die da drauf drückst, ist jetzt ein Gegenstand, der etwas über seinen Besitzer aussagt. Also wenn du da jetzt drauf drückst auf die, dann kriegst du eine Information, nämlich dass der Bier trinkt. Und das geht dann auch in die Akte. Oha. Oh. Ich kann mich nicht daran erinnern, sie hereingebracht zu haben. Verpissen Sie sich gefälligst. Aber jetzt kann ich ihn erpressen. Habe ich auch einen Beziehungsstatus zu den Nachbarn, der sich jetzt ein bisschen verschlechtert hat? Die merken sich Dinge, ja. Also die merken sich einfach nur, dass ich neugierig bin. Das ist ja kein negativer Zug. Neugierde, also. Ist ja auch normal in diesem Land. Ja. Wir könnten mal guten Tag. Achso, die hatten uns doch eben eingeladen, bevor wir in ihrer Wohnung waren, mal vorbeizukommen. Die Weckerts, ja. Mhm, genau, die sind eines tiefer. Mal gucken, ob sie das immer noch macht. Wir klopfen, diesmal klopfen wir an. Ich bin's, Schwarzi. Ich hatte eben versucht, hier zu reparieren. Sie wissen das, das Schloss war defekt. Hallo, ich bin Frank Schwarz. Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Schwarz. Frank Schwarz, man nennt mich auch 00 Schwarz, 000. Ich bin der neue Hausverwalter. Das freut mich. Weckert mein Name. Ich würde gerne, wenn ich darf, Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer Wohnung stellen, in der ich ja eben schon mal kurz drin stand. Alles in Ordnung, alles zu Ihrer Zufriedenheit, Frau Weckert. Ja, danke, sehr nett, dass Sie danach fragen. Und nochmal danke, dass Sie eben in meiner Wohnung waren. Leben Sie alleine hier, wenn ich das fragen darf? Nein, natürlich nicht. Wie kommen Sie darauf? Ich lebe hier mit meinem Mann und mit meinen zwei Kindern. Ida, Alfred, kommt mal her, sag dem Herrn Schwarzmann guten Tag. Das ist der neue Spitze aus der Nachbarschaft. Guten Tag, Herr Schwarz. Oh, Alfred ist wirklich krank. Das hat uns unser Sohnemann eben auch erzählt. Geht es dir gut, Junge? Du brauchst ein Taschentuch. Nein, danke, mir geht's schon ganz gut. Mama, Ida hat mir mein Polizeikostüm weggenommen. Du sollst sowas doch auch nicht tragen. Wenn Papa hier wäre, der würde den Hintern blau schlagen, grün und blau. Aha. Mag der Papa nicht, wenn sich seine Kinder überhaupt verkleiden oder wenn sie sich nicht als Polizist verkleiden? Das ist ja sehr interessant. Ist er aber nicht, der kommt ja auch bald nicht wieder zurück. Warum ist denn das so schlimm, in einem Polizeikostüm zu spielen? Das ist doch sehr löblich. Ein anständiger Beruf, finde ich persönlich. Stillkinder, das interessiert Herrn Schwarz doch alles überhaupt ganz und gar nicht. Herr Schwarz, Alfred hat eine Erkältung. Wir wollten gerade in die Apotheke gehen, um Medikamente zu holen. Nicht wahr, Kinder? Tschüss, Herr Schwarz. Wo ist denn der Herr Weckert, wenn ich fragen darf? Und warum kommt er so bald nicht wieder? Der ist unterwegs, ist er. Klaus ist auf einer Geschäftsreise, ist er. So. Auf einer Geschäftsreise, ja. Wir müssen jetzt wirklich los. Haben Sie noch einen guten Tag, Herr Schwarz. Sie auch, Frau Weckert. Sie auch. Gute Besserung, Alfred. Wir sammeln weiter Infos. Das hast du uns eben alles netterweise schon erklärt, Jörg. Dann können wir Akten anlegen und das weitermachen. Aktinformationen erlangt. Er hat einen kranken Sohn. Das bringen wir auch mal schnell runter. Wir haben noch etwa 10 Minuten Zeit, um das Spiel entweder zu spielen oder auch, wir haben bislang kaum Fragen von euch rübergenommen. Das könnten wir jetzt mal ein bisschen machen, während ich weiter spiele. Habt ihr Fragen an Jörg? Was sollt ihr wissen? Also was mich persönlich interessieren würde, Chat fragt sich ja auch gleich noch Sachen, ist, das Spiel hat eine Tradition, hast du eingangs schon erklärt und ihr seid als Entwickler, habt den Auftrag bekommen, das Spiel dann umzusetzen. Wie viel habt ihr so an Freiheiten gehabt, selber das Spiel zu gestalten? Als Auftragnehmer vom Publisher, wie viel habt ihr noch an eigenen Ideen reinpacken können in den in das Design und in die Erzählung, in Storytelling, in die Spielmechaniken und so weiter? Also die Story und also abgesehen davon, dass das Szenario, nämlich es ist irgendwie ein totalitärer Staat und man spielt einen Zivilisten in diesem Staat, dass das sozusagen gegeben war, weil es eben die Beholder-Serie ist,
stammt eigentlich alles andere von uns. Wir haben uns, wobei wir uns ganz bewusst an den, insbesondere am ersten Teil, orientiert haben, den fanden wir halt sehr gut. Der hatte dieses gleiche Element schon, ich bin der Hausverwalter in so einem Mietshaus und überwache meine Bewohner, und das wollten wir wiederbringen. Das war aber, also das war unser Pitch, das sozusagen auch wiederzubringen. Aber die gesamte Story, das gesamte Szenario, inklusive, dass es 1989 spielt, dass es um Reformen geht, die Figuren, das ist alles, das haben wir uns alles ausgedacht. Mhm. Und also natürlich immer mit in Zusammenarbeit mit dem Publisher, ne? Sie haben immer gesagt, so, oh, das finden wir gut oder das gefällt uns nicht so, aber im Großen und Ganzen waren wir uns da auch immer sehr einig bei der Entwicklung des Spiels. Und also ja, die kreative Leistung liegt halt bei uns. Du bist bei Erpressung, deswegen funktioniert diese Information nicht. Deshalb bin ich gerade, also ich versuche gerade über den Computer eine Nachricht zu schicken ans Ministerium, aber es gab gerade quasi zwei Menüs überquer. Ja, das heißt, ich gehe jetzt hier nochmal rüber, klicke nochmal den Magnus Hermann an, klicke hier drauf. Ah, nee, hier geht es auch nicht mit der Erpressung. Nee, du musst schon am Tisch sitzen. Du musst am Schreibtisch sitzen. Hm. Dann öffnet sich das Menü auf der rechten Seite. Da auf Profil, nicht auf Erpressung. Nicht auf Erpressung funktioniert also nur. Wollte ich machen. Ja, aber es geht nicht. Erpressung kannst du, deswegen geht es nicht, weil es nicht geht. Weil erpressen kannst du nur mit, wenn er etwas Illegales gemacht hat. Aber so, Bier ist nicht illegal. Bier ist nur eine Information. Ach so, ich dachte, der Konsum von Bier wäre verboten. Nein. Ah, oh, alles klar. Da ist der Chat jetzt sehr erleichtert, weil wir wissen ja viele, dass das Spiel scheinbar einen fiktiven Hintergrund hat, aber in Wahrheit einen realistischen und eine Dystopie einleitet, die im Jahr 2023 nach dem Machtwechsel dann hier auch in Deutschland sein wird. Ja. Chat prostet sich ein letztes Mal zu. Also es gibt auch viele kreative Freiheiten, die du das gerade auch erzählt hast. Ich pause hier mal kurz, ich nehme jetzt doch mal ein paar Fragen rein vom Chat zum Spiel selber. Da kam eben zum Beispiel gerade rein von Sir Vincent X hätte gerne gewusst, bekommen die Bewohner vom Spiel unterschiedliche Rollen zugelost, sodass es unterschiedliche Spielverläufe gibt, oder ist das Spiel wirklich komplett geskriptet? Nee, das ist tatsächlich ein linear, also in dem Sinne linear. Also die Bewohner sind geschrieben von uns, die haben eine Hintergrundgeschichte. Es ist wirklich eher wie in einem klassischen Rollenspiel. Die haben zum Teil auch Beziehungen zueinander und unterschiedliche Beziehungen zur Hauptfigur. Es gibt eben verschiedene Verläufe, je nachdem, was ich tue. Also da können Quests unterschiedlich verlaufen und unterschiedliche Dinge den Bewohnern zustoßen oder auch nicht, je nachdem, was ich mache. Aber es ist jetzt nicht prozedural generiert. Also es ist nicht wie bei Through Darkest Times, wo die immer wieder neu ausgewürfelt wurden, die Figuren, sondern es ist eine klassisch erzählte Geschichte. Da wurde im Chat auch gefragt, wie lange ihr an dem Spiel gesessen habt, wie lange die Entwicklung läuft. Ich glaube, wir haben angefangen im November 2020, vielleicht auch schon im Oktober. Ich müsste jetzt nachgucken. Ich glaube im Oktober 2020, also das sind jetzt rund 15, 16 Monate. Also ganz schön, also finde ich ganz schön schnell. So, Macke. Das ging halt auch deshalb, weil wir eben auf so eine bestehende Serie aufbauen konnten, ne? Weil wir uns nicht alles von vorne ausdenken mussten, sondern schon wussten, okay, in dem Spiel wird man einbrechen können, in dem Spiel wird man seine Bewohner mit einer Kamera überwachen können, sowas muss es alles wieder geben. Wir konnten uns die Vorgängerspiele angucken und sehen, okay, wie wurde es da gemacht? Und dann unsere eigene Interpretation nur noch bauen. Das nimmt ganz viel Iterationszeit, die man sonst braucht. Also Zeit, in denen man Dinge ausprobiert, vorweg. So. Ganz süß auch, wie Kinder dargestellt werden. Sie wollen einfach nicht Räuber und Gendarm spielen, sondern Staatsfeinde und Staatspolizei. Vielen Dank, war total spannend. Wir machen jetzt auf Twitch noch eine Diskussion über Indie-Business, die gibt es als separates Video auf YouTube.
Sage ich auch mal den YouTube-Leuten kurz, wir machen auf Twitch jetzt weiter, für die YouTube-Leute noch, für die Aufzeichnung, die dort erstellt wird, der Hinweis, falls ich euch das Spiel angemacht hat. Wir haben einen Community-Gutscheincode, oder ich habe den für Games Planet. Das ist ein Shop, mit dem der Publisher Alavar kooperiert. Und ab dem Release-Tag des Spiels, ab dem 3. März, habt ihr die Möglichkeit, Interesse, das Spiel. Link wird im Twitch-Chat gepostet. Auf YouTube steht es ja drunter in der Textbeschreibung, zu diesem Preis zu erwerben, wenn ihr möchtet. Und wie der Code heißt und wie der Link, der dazu passt, sind, findet ihr, wie gesagt, hier drunter im Text. Das Ganze ist ein legaler Shop, also einer, kein grauer Markt, sondern die haben die Keys sich direkt vom Publisher besorgt und der Rabatt, der Community-Gutscheincode gibt, der geht auch nicht auf Kosten von Entwickler oder Publisher, sondern auf Kosten des Shops von GamesPlanet selber. Das gilt auch für meine Provision, die ich einstreiche. Die ist natürlich nicht so hoch, weil das Spiel insgesamt eher ein preiswerteres ist, aber trotzdem, deshalb steht in der Ecke Werbung, finanziere ich mich ein kleines bisschen über solche Dinge auch mit. Ja, vielen Dank an Jörg und viel Erfolg auch bei dem Spiel und ich hoffe, ihr werdet viele begeisterte Spieler finden, die sich für diese Art von Konzept und diese Mischung halt von ernstem politischen Hintergrund und ein bisschen darüber kichern, lachen und die Herausforderung, Ressourcenmanagement zu haben, daran erfreuen können. Danke. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.